Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen, willkommen bei Kapitel 7.7, eben den gleichen Überblick und hier seht ihr unser magisches Dreieck der Ebenen. Es gibt nämlich diese drei Gleichungstypen. Wir fangen an mit der Parametergleichung und die Parametergleichung, da brauchen wir einen Stützvektor und zwei Spannvektoren. Geometrisch gedeutet war das ein Punkt, an dem wir zwei Pfeile in unterschiedliche Richtungen anhängen, die sozusagen die Ebene aufspannen. Dann gibt es die normale Gleichung, die haben wir nach kennengelernt. Da haben wir einen normalen Vektor und einen Stützvektor. Geometrisch gedeutet ist der Stützvektor wieder ein Punkt. X als beliebiger Punkt der Ebene steht auch vorne. Eine Differenz von zwei Punkten sozusagen, das wissen wir, das ist der Pfeil zwischen den beiden Punkten. Und wir bilden hier das Skalarprodukt aus einem Pfeil, der auf der Ebene liegt, und dem Pfeil zum normalen Vektor. Und das muss 0 sein, denn die müssen senkrecht aufeinander stehen. Und wenn man die dann hat und die ausrechnet, kommt man sehr schnell auf die Koordinatengleichung. Dabei ist a, b und c die drei Einträge des normalen Vektors und d ist eine Zahl, in der im Endeffekt die Informationen dieses Punktes drinstecken. Erhält man, indem man n mit p das Skalarprodukt bildet und dann bekommt man d. Richtig. Gut. Und guck, die Parametergleichung, das ist schon so ganz okay. Die Riemann-Gleichung, die will man eigentlich oft, die ist schon besser, also eigentlich super, und die Koordinatengleichung ist so die beste, mit der kann man am meisten Aufgaben lösen. Man kann eigentlich sagen, die ist super geil. Ja. Und heute soll es uns darum gehen, keine Sorge, es kommt jetzt keine vierte oder so dazu, sondern wie diese drei Gleichungen im Verhältnis zueinander stehen, wie man die ineinander umrechnen kann. Ihr seht einige Pfeile. Die beiden orange beschrifteten Pfeile, das haben wir schon im letzten Video ausführlich gemacht, wie man von der normalen zur Koordinatengleichung und wieder zurückkommt. Da wollen wir heute gar nicht so drauf eingehen, sondern heute. Genau, von der Parametergleichung zur normalen Gleichung haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Aber jetzt in der Einführung wollen wir einen einfachen Weg bringen. Die Rückrichtung machen wir in der Aufgabe 1 und die Richtung von Koordinatengleichung zur Parametergleichung machen wir in A2. Aber da fehlt doch was. Ja, man könnte sagen, wo ist eigentlich der Weg von der Parametergleichung zur Koordinatengleichung? Da gibt es jetzt gar keinen so geschickten Weg. Wenn man das wirklich machen will, dann macht man so, dass man erst die normalen Gleichungen bestimmt und dann die Koordinatengleichung. Ein doppelter Weg, den erklären wir nicht extra, weil das sind praktisch zwei Verfahren, die wir sowieso erläutern. Aber es wird immer mal wieder vorkommen, dass man diesen Weg gehen muss. So, dann willkommen zum zweiten Teil der Einführung. Wir machen jetzt von der Parametergleichung zur normalen Gleichung. Ein Beispiel haben wir hier schon mal. Eine Parametergleichung mit einem Stützvektor und zwei Spannvektoren. Und ihr wisst, bei der normalen Gleichung brauchen wir einen Stützvektor und einen normalen Vektor. Der Stützvektor ist ganz einfach, oder? Das ist gerade derselbe wie in der Parametergleichung. P gleich 0, 1, 0. Genau, den übernehme ich einfach von oben. Easy peasy. Und den normalen Vektor, der war ein bisschen schwieriger. Gott, erinnern Sie sich noch, wie den ging? Ja, den normalen Vektor haben wir erhalten aus dem Wissen heraus, dass er senkrecht auf der Ebene stehen muss. Und damit muss er zu beiden Spannvektoren senkrecht sein. Also wir haben sozusagen das Skalarprodukt von n mit u, das wäre 2 minus 1, 1 gemacht. Mal u, ich schreibe es nur allgemein hin, das war 0. Und n mal v, v wäre hier oben unser 0 minus 1 und 3. Und beide mussten 0 sein, da haben wir ein allgemeines n genommen. Ausgerechnet. Ein lineares Gleichungssystem, im Endeffekt haben wir auch gestellt, das war wieder schon aufwendig. Ja. Aber, ihr werdet euch denken, hier habe ich Ist-Gleichung geschrieben, es gibt eine Methode, ein Verfahren, mit dem man einen normalen Vektor auch direkt ausrechnen kann. Und zwar das Vektorprodukt, manchmal auch Kreuzprodukt genannt. Erinnert ihr euch noch, wo das vorkam? Teilen wir es noch? Ja, und zwar vor einiger Zeit im Video 7.5 bei zueinander orthogonalen Vektoren Skalarprodukt haben wir euch schon, wie ihr auf der Grafik von damals sehen könnt, gesagt, dass neben dem Skalarprodukt es ein weiteres Produkt von Vektoren gibt, bei dem kein Skalar, also keine Zahl rauskommt, sondern bei dem wirklich ein Vektor rauskommt. Und zwar ein ganz spezieller Vektor. Genau, das sehen wir jetzt. Denn dieser Vektor, der rauskommt, ist immer orthogonal zu den beiden Vektoren, mit denen man ihn berechnet. Ich zeige uns mal ein Beispiel. So, wir wollen ja einen Vektor finden, den normalen Vektor, der senkrecht zur Ebene steht, also senkrecht zu dem Spannvektor und senkrecht zu dem Spannvektor. Dann muss man nur das Kreuzprodukt oder Vektorprodukt ausrechnen von dem Vektor kreuz dem Vektor. Und das ist jetzt ein Verfahren, das erklären wir euch jetzt. Das Verfahren geht so. Man schreibt den Vektor nochmal drunter. 2, minus 1, 1. Hier auch 0, minus 1, 3. Und dann kommt was Schönes, denn jetzt darf man einfach mal was durchstreichen.
Dann die oberste Zeile, ich mache es mal auch mit einer Farbe. Die braucht man nicht fürs Rechnen, die fällt weg. Und die unterste braucht man auch nicht zum Rechnen, die fällt auch weg. Und jetzt muss man über Kreuz denken. Weil jetzt rechnet man erst diesen Eintrag mal den Eintrag. So. Ich schreibe es immer hin. Minus 1 mal 3. Das ist minus 3. Schreiben wir hier oben dann hin. Dann hier die 1 mit der 0. 1 mal 0 ist 0. Und die 2 mit der minus 1. So, 2 mal minus 1 ist minus 2. Und über Kreuz deswegen, weil man macht jetzt bei aller Einträge minus dasselbe, aber über Kreuz. Das nehmen wir uns mal eine andere Farbe, damit es auffällt. Minus 1 mal 1 gibt minus 1. 3 mal 2 gibt 6. Und 0 mal minus 1 gibt 0. Entschuldigung. Martin, wollen Sie noch was ergänzen? Ja, das Ganze können wir jetzt sozusagen zu einem Vektor verarbeiten. Minus 3 minus minus 1 ist minus 3 plus 1 ist minus 2. 0 minus 6 sind minus 6. Minus 2 minus 0 sind minus 2. So. Jetzt haben wir einen normalen Vektor. Jetzt könnten wir lange behaupten, von wegen, naja, dieser Vektor ist auf jeden Fall orthogonal zu beiden Spanvektoren. Wir können uns mal ganz kurz für den ersten von den beiden überlegen. Unser Spanvektor u oben wäre 2 mal minus 2 sind minus 4. Minus 1 mal minus 6 sind plus 6, dann wären wir schon bei plus 2. 1 mal minus 2 sind minus 2, plus 2 minus 2 sind 0. Dafür gilt's. Beim hinteren ist noch einfacher. Oh, darf ich das mal machen? Ja, gerne. Oh, 0 mal minus 2 ist 0. Ach, das ist einfach. Minus 1 mal minus 6 ist 6, passt. 3 mal minus 2 ist minus 6. Jetzt passt es erst, weil minus 6 plus 6 gibt 0. Könnt ihr auch gerne nochmal nachrechnen, dass euch zu schnell war. Das passt, das ist ein normaler Vektor. Und dieses Verfahren ist jetzt nochmal ein bisschen kompliziert. Spult vielleicht zurück, guckt es euch nochmal an, weil das müsst ihr wirklich können. Ihr dürft es euch auch ruhig so drunter malen, ihr müsst es nicht irgendwie im Kopf machen. Das ist eine gute Hilfe, kann man immer wieder machen. Und auf die Art und Weise werdet ihr sehen, können wir viel schneller als bisher orthogonale Vektoren berechnen. Die Ebenengleichung, die können wir jetzt ganz leicht berechnen. Hier steht sie schon da. X minus 0, 1, 0 mal minus 2 minus 6 minus 2 ist 0. An dieses 0 bitte immer denken, die normale Gleichung ist nur vollständig mit dem ist gleich 0. Richtig. Hier habe ich schon oder hingeschrieben, weil es gibt da noch eine Art, wie man es sich vor allem fürs spätere Rechnen erleichtert, und zwar indem man eine einfache Form vom normalen Vektor hinschreibt, denn der ist ja einfach, auch kann ja auch jedes beliebige Vielfache von dem normalen Vektor sein. Zum Beispiel können wir mit minus 1 multiplizieren, dann wäre nur 2, 6, 2. Oder was könnten wir noch machen sogar? Wir könnten sagen, wir multiplizieren es mit minus 1/2. Dann wäre nämlich nur 1, 3, 1. Genau, und der ist dann eine recht einfache Form. Das kann man auch machen, dann lautet die Ebengleichung folgendermaßen. Gut, während der Herr Fernig das hinschreibt, das Ganze ist einfach aus dem Grund zulässig, ihr erinnert euch, Vektoren, die vielfacher voneinander sind, sind parallel, zeigen also in dieselbe Richtung. Das heißt, der normalen Vektor minus 2, minus 6, minus 2 und 1, 3, 1, die vielfacher voneinander sind, die zeigen in dieselbe Richtung, deswegen können wir ihn einfach austauschen. Und das haben wir nicht fertig? Nein, auch hier ist gleich 0. So, allgemein haben wir folgende Definition. Für die Vektoren a und b heißt a kreuz b, da sehen wir oben die einzelnen Komponenten, a2b3 minus a3b2, a3b1 minus a1b3 und a1b2 minus a2b1. Das liest man als a kreuz b, das Vektorprodukt von a und b. Und ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe da hier so ein bisschen gemacht, Latein soll schneller machen, weil es sieht ein bisschen kompliziert aus. Macht so das Verfahren, wie wir es vorhin gemacht haben, mit dem Drunterschreiben, dem Wegstreichen und über Kreuz rechnen. Guckt euch es wirklich nochmal an und dann geht es umso besser. Versucht nicht, das auswendig zu lernen. Das bringt nichts. Genau. So, kommen wir zu unseren Aufgaben. Zunächst mal der Weg von einer normalen Gleichung zur Parametergleichung. Das ist unsere Aufgabe 1. Hier ist eine normalen Gleichung gegeben. Und wir wollen jetzt eine Parametergleichung aufstellen. Was brauchen wir nochmal alles? Einen Schutzvektor, einen Spannvektor und noch einen Spannvektor. Der Schutzvektor ist einfach, den nehmen wir einfach den von der normalen Gleichung, also nehmen wir den Punkt P gleich 1, 1, 1.
Und einen Spannvektor zu kriegen, das ist ein bisschen kompliziert. Wie können wir das denn machen? Ja, die Spannvektoren müssen jetzt sowohl U-orthogonal zu dem her sein, als auch V-orthogonal zu dem. Bevor wir jetzt irgendwas rechnerisch machen, überlegen wir uns das einfach. Man kann das auf folgende Art und Weise relativ einfach machen. Und zwar, man setzt erstmal eine dieser drei Koordinaten gleich 0. Und jetzt überlegen wir uns, wie müssten hier zwei Koordinaten sein, damit, wenn wir das Skalarprodukt mit dem hier bilden, 0 rauskommt. Denn dann sind die beiden ja orthogonal. Überlegt euch mal, die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Ja, ganz einfach. Wir nehmen dieselben Zahlen wie oben, 1 und 2, und machen bei einem einfach noch ein Minus dazu. Denn 2 mal 1 sind 2, 1 mal minus 2 minus 2, 2 minus 2 sind 0. Überlegt euch mal auf die gleiche Art und Weise ein weiteres Pärchen, mit dem das Ganze funktioniert. Lösung gibt es wieder in 3, 2, 1. Gut, jetzt müssen wir aufpassen. Wir sollten vielleicht in diesem Fall nicht wieder 0 nehmen, denn dann besteht die Gefahr, dass wir einen Vektor schaffen, der parallel zu dem anderen ist. Und das wäre nichts, wir erinnern uns, die beiden Spannvektoren dürfen nicht parallel sein. Machen wir die dritte Koordinate gleich 0. Und da können wir im Prinzip das Gleiche nochmal machen. Wir vertauschen die und das Vorzeichen. Und dann haben wir einen zweiten Spannvektor. Natürlich hättet ihr jetzt auch einen Vektor wählen können, wo die zweite Koordinate 0 ist und die anderen beiden vertauscht mit einem Minuszeichen. Und wir erhalten insgesamt die Parameterdarstellung der Ebene 1, 1, 1 plus r mal 0, 1, minus 2 plus s mal minus 2, 1, 0. So, jetzt geht es darum, die Koordinatengleichung und die Parametergleichung umzuformen. Das ist unsere Aufgabe 2. Die Koordinatengleichung lautet 2x1 plus x2 minus x3 gleich 6. Kleiner Test. Parteien, wie ist hier der normale Vektor? Den erkennen wir direkt aus den Vorfaktoren, der wäre 2, 1, minus 1. Genau, aber um den geht es gar nicht. Wir brauchen eine Parametergleichung. Das heißt, wir brauchen einen Schutzvektor und zwei Spannvektoren. Und die kriegen wir, indem wir drei Punkte bestimmen. Das geht recht einfach. Der erste Punkt, P1, da sagen wir einfach, okay, die ersten zwei Koordinaten, die nehmen wir 0. Dann steht hier, und setzen es mal hier ein, dann steht hier 2 mal 0 ist 0, plus 0 ist auch 0. Dann steht hier nur noch da, minus x3 ist 6. Also ist klar, was x3 eigentlich sein muss. Nämlich minus 6, nur dann ist die Gleichung erfüllt. Genau. Dieser Punkt liegt also in der Ebene. Wir brauchen aber jetzt noch zwei weitere. Genau, und die könnt ihr jetzt mal probieren. Nehmt einfach zwei Nullen für die anderen beiden Koeffizienten. Wir sehen es dann wieder in 3, 2, 1. So, die drei Punkte solltet ihr gekriegt haben. Noch 0, 6, 0 und 3, 0, 0. So, jetzt habt ihr drei Punkte. Könnt damit eine Parametergleichung aufstellen. Macht mal, wir sehen es dann wieder in 3, 2, 1. So, als Stützvektor habt ihr den Punkt P, 0, 0, minus 6 als Spannvektoren. Haben wir U und V, bekommen wir durch den P1, P2 und P1, P3. Wisst ihr, den hinteren nehmen minus den vorderen. Und dann bekommen wir die beiden Spannvektoren. Hier haben wir sie auch in die Ebenengleichung direkt eingesetzt. Also x ist 0, 0, minus 6 plus r mal 0, 6, 6 plus s mal 3, 0, 6. Gut, das haben wir jede Umformung, jede andere Gleichungsform gemacht. Jetzt solltet ihr es hinkriegen, braucht ein bisschen Übung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, ciao.